Mein Eindruck ist, Norbert Röttgen hat da so ein Wespennest in der eigenen Partei da irgendwie offensichtlich geöffnet. Die Union, das sieht man an den Reaktionen, die es jetzt gibt auf seine Äußerungen, ist im Kern keine Umweltpartei, ist im Kern keine Partei für erneuerbare Energien. Auch Norbert Röttgen selber ist nicht konsequent bei dem, was er gesagt hat. Denn wenn er konsequent wäre, dann müsste er im Atomausstieg, wie wir ihn verhandelt haben, festhalten. Und er müsste vor allem dringend aufhören, damit die Solarindustrie in Deutschland kaputt zu sparen. Denn wenn die Förderung so zurückgeht, wie er es vorhat, dann gibt es in Deutschland bald keine Solarindustrie mehr. Da kommen die alle aus China und aus anderen Ländern. Das kann man nicht wirklich wollen, wenn man den Solarstandort Deutschland erhalten möchte. Und er müsste einen weiteren Schritt machen. Er müsste die Atomindustrie an den Kosten der Asse beteiligen. 4 bis 5 Milliarden Euro, das ist nicht einzusehen, dass die Steuerzahler das zahlen sollen. Der Müll kam, wir wissen das beispielsweise aus Obrigheim, die sollen dann gefälligst auch dafür zahlen. Und wir brauchen endlich eine Brennelementesteuer, damit die Atomindustrie sowas wie eine Kostenwahrheit bekommt und die Bevorzugung der Atomenergie endlich beendet wird. Unsere Position ist, das gehört zu den sinnvollen Dingen der Hartz-Reform, nämlich dass man die Beratung aus einer Hand macht. Dazu braucht man eine Grundgesetzänderung. Dieses ist klar, da sind die Juristen sich einig. Frau von der Leyen sah das anders. Jetzt wurde sie von ihren Landesministerpräsidenten zurückgepfiffen. Jetzt geht es um die Umsetzung. Die sollte so schnell wie möglich erfolgen. Aber das reicht nicht. Das ganze Thema muss nochmal auf die Tagesordnung. Ich denke da auch an die Hartz-IV-Sätze. Die müssen auf 420 Euro mindestens erhöht werden, damit sowas wie ein halbwegs menschenwürdiges Leben stattfinden kann. Und wir müssen vor allem uns die Kinder anschauen. Die sind bislang völlig leer ausgegangen. 1,8 Millionen Kinder von Hartz-IV-Empfänger sind auf skandalöse Weise von dieser Koalition nicht beachtet worden. Die Kinderfreibeträge, das Kindergeld nützen denen nichts. Darum hoffe ich, dass wir so schnell wie möglich für diese Kinder auch eine Lösung finden. Und sonst noch könnte man natürlich was zum sogenannten Krisengipfel der FDP sagen. Die FDP hat jetzt beschlossen, wenn man in der Krise ist, geht man noch schneller weiter in der Krise. Ob das wirklich hilft, da ist ein großes Fragezeichen angebracht. Das ist das Motto mehr desselben, also genau das, was in die Krise reingeführt hat. Da darf man sehr gespannt sein, ob noch mehr Steuersenkungen, also 20 Milliarden, ob eine Reform des Gesundheitssystems, also die dazu führt, dass wir dann den Sozialausgleich über den Haushalt, über Steuern finanzieren, wie das gehen soll angesichts von Schuldenbremse, angesichts von Lücken, die wir haben im Klimaschutz, bei der Bildung, bei der sozialen Gerechtigkeit. Das wird auch Herr Schäuble mit Kunsttricks nicht zusammenbekommen. Insofern hoffe ich, dass der Spuk in Nordrhein-Westfalen beendet wird und es dann zu einer radikalen Kurskorrektur kommt.